Der Hauptzugang zum Bunker lag im Kellergeschoss des kleineren Nebengebäudes der Reichskanzlei. Wir beginnen unsere Bunkerbegehung jedoch von einem der Notausgänge aus. Hier kurz ein Blick auf den Plan der Bunkeranlage, der unseren Einstiegspunkt zeigt. Durch ein in sich verschlungenes Treppensystem steigen wir zunächst etwa 35 Meter nach unten, um auf das Niveau des Hauptstollengangs, in dem die Kavernen liegen, zu gelangen. Durch einige Luftschächte tritt heute Oberflächenwasser in die Anlage. Hier führt zunächst der Stollen in der einen Richtung zum Haupteingang in der Reichskanzlei, in der anderen zu den Kavernen des Bunkers. Bis Ende März 1945 wurden immer wieder Arbeiten an dem Bunker vorgenommen. Insgesamt entstand ein unterirdisches Labyrinth mit einer Gesamtlänge von 550 Metern. Am Anfang und am Ende des Hauptstollens waren die Türen luftdicht verschließbar und im oberen Teil mit Gasschleusen versehen. Die Wandstärke der Stollenmauern betrug zwischen 30 und 60 cm, bei Eingängen und Stürzen sogar bis zu 1,20 Meter. Schon nach etwa 50 Metern stoßen wir auf das Trinkwasserreservoir, das von der Reichskanzlei aus befüllt wurde. Von hier aus wurden durch Eigengefälle die tiefer liegenden Kavernen mit Trinkwasser versorgt. Immer weiter geht es über Stufen tiefer. Bis zu 40 Meter tief lagen die Kavernen und Gänge des Bunkers. Eine perfekte Kommandozentrale tief im Inneren des Berges war geschaffen. Der Generatorraum, in dem noch deutlich die Fundamente des mächtigen Dieselaggregats zu erkennen sind. Die Rohrteile sind Überreste der Entlüftungsanlage. Das Reichsluftfahrtministerium stellte ein Dieselnotstromaggregat zur Verfügung. Der Zugang zum Generatorraum ist offensichtlich verbreitert worden, was vermuten lässt, dass das Aggregat nach Kriegsende von Plünderern entwendet wurde. Die gesamte Anlage ist in der Ausführung übrigens nahezu identisch mit den Bunkeranlagen von Bormann, Göring und Hitler auf dem Obersalzberg. Unter dem Boden der Stollengänge verliefen Entwässerungskanäle, in denen das an den äußeren Stollenwänden anfallende Oberflächenwasser gesammelt und abgeleitet wurde. Die Telefonzentrale. 1944 waren hier von der Deutschen Reichspost auf Anordnung des Ministers ohne Sorge 10 Telefonnebenstellen und 6 Fernschreiber eingerichtet worden. Im Anschluss daran folgte, durch eine Zwischentür getrennt, die Abteilung B. Hier lagen mehrere in der Bauart identische Kavernen, die als Kammern bezeichnet wurden. Offensichtlich handelt es sich hier um die Räume von Lammers und seinen engsten Mitarbeitern. Die Kammern bestanden aus 3 hintereinander angeordneten Räumen, die durch Türen verbunden waren. Der letzte Raum war offensichtlich noch einmal durch eine Trennwand abgeteilt. Auch hier haben Plünderer die gesamte Einrichtung demontiert. Der Kiesboden deutet darauf hin, dass hier Parkettböden verlegt waren. Reste der Beleuchtungsanlage.
Unter dem Hauptstollengang lag der Versorgungstunnel, in dem neben den mächtigen Belüftungsrohren auch die Strom- und Wasserleitungen verliefen. Die Inneneinrichtung des Bunkers war keinesfalls mit der von Bormann oder Göring zu vergleichen. Zwar fehlte es an keiner technischen Einrichtung, wegen des Mangels an Facharbeitern musste Lammers jedoch bei den Möbeln auf Einzelanfertigungen verzichten und sich mit einfacheren Ausfertigungen zufrieden geben. Im Anschluss an die Kammern lag der Maschinenraum. Auch die elektrische Anlage mit Sicherungskästen befand sich in dieser Kaverne. Hier standen die Gebläsekästen für die Lüftungsanlage. Durch seitliche Lüftungsschächte wurde die frische Luft in die Kavernen geleitet. Letzter Raum war die Kaverne mit den sanitären Einrichtungen. Folgt man diesem Gang, gelangt man zu einem Notausgang, der neben der Bahnstrecke nach Berchtesgaden zu finden ist. Zeitzeugen berichteten, dass Hitler mehrmals seinen Sonderzug hier anhalten ließ, um durch den Notausgang unbemerkt in die Reichskanzlei zu gelangen. Am 24. April 1945 wurden Staatsminister Lammers sowie Reichsleiter Buhler und Hermann Göring in dessen Landhaus auf dem Obersalzberg von Obersturmbahnführer Dr. Bernhard Frank in Ehrenhaft genommen. Was war geschehen? Voraus ging ein Erlass des Führers vom 29. Juni 1941, der besagte, dass im Falle der Handlungsunfähigkeit des Führers der Stellvertreter die Gesamtverantwortung übernehmen sollte. Am 22. April 1945 soll Hitler, nachdem wieder eine Hiobsbotschaft in der Reichskanzlei Berlin eingegangen war, gebrüllt haben: Ich habe keine Befehle mehr zu erteilen. Göring möge weiterführen und verhandeln. Und wenn es aufs Verhandeln ankommt, das kann der Reichsmarschall besser als ich. Von dieser Aussage wurde Göring am nächsten Tag durch einen seiner Generäle persönlich informiert. Göring ging nun davon aus, dass Hitler handlungsunfähig und vermutlich in Berlin eingeschlossen war. Er richtete daraufhin folgendes Fernschreiben an die Reichskanzlei in Berlin. Mein Führer, General Koller hat mir aufgrund von Mitteilungen, die ihm Generaloberst Jodl und General Christian gemacht hatten, eine Darstellung gegeben, wonach sie in gewissen Entscheidungen auf mich verwiesen hatten und dabei betonten, dass ich, falls Verhandlungen notwendig würden, dazu leichter in der Lage wäre als sie in Berlin. Diese Äußerungen waren für mich derart überraschend und ernst, dass ich mich verpflichtet fühle. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Gezeichnet Hermann Göring. In Berlin übergibt Martin Bormann Hitler den Funkspruch und spricht zunächst einmal vorsichtig von Verrat. Hitler reagiert wunschgemäß, denn er vermutet eine Regierungsübernahme der in Berchtesgaden verbliebenen NS-Größen. In einem Funkspruch an den Kommandanten des Obersalzbergs Dr. Frank ordnet Hitler die Verhaftung von Göring und Lammers und deren Gefolgschaft wegen Hochverrats an. Ob die Verhaftung tatsächlich von Hitler angeordnet wurde oder ob es sich hierbei um eine Intrige Bormanns handelt, kann heute nicht mehr nachvollzogen werden. Als Göring in seinem Landhaus von Frank verhaftet wurde, waren auch Lammers und Reichsleiter Buhler anwesend, die ebenfalls in Ehrenhaft genommen wurden. Lammers wurde am nächsten Tag in seine Reichskanzlei in Berchtesgaden überführt und erlebte den Bombenangriff am 25. April 1945 zusammen mit Minister Funk in seinem Bunker unter der Reichskanzlei. Bei dem Bombenangriff der Royal Air Force wurde das Führergebiet am Obersalzberg weitgehend zerstört. Göring, dessen Haus nun stark beschädigt war, wurde von SS-Angehörigen nach Mauterndorf im österreichischen Lungau verbracht.
Wenig später lösten sich der Reichssicherheitsdienst und die SS auf. Plünderer kamen jetzt scharenweise auf den Berg und schleppten alles Brauchbare davon. Die Reichskanzlei in Berchtesgaden wurde nicht bombardiert und hatte den Angriff völlig unbeschadet überstanden. Am 29. April 1945 übergab Lammers seinem Ministerialdirektor Dr. Meerwald folgendes Schreiben. Hiermit beurlaube ich Sie bis auf Widerruf. Gezeichnet Lammers. Am 4. Mai 1945 wurde Berchtesgaden kampflos den Amerikanern übergeben und die 101st Airborne Division unter General Maxwell Taylor besetzte die Reichskanzlei-Dienststelle Berchtesgaden. Am 15. Mai 1945 landeten General Omar Bradley sowie Generalmajor Hayslip auf dem kleinen Flughafen Einring bei Bad Reichenhall. In einem Mercedes aus Hitlers Fuhrpark ging die Fahrt nach Berchtesgaden, wo auf dem Gelände der ehemaligen Reichskanzlei die 101st Airborne Division zu einem Ehrenappell angetreten war. General Taylor hatte in Generalfeldmarschall Keitels Haus Quartier bezogen. Vor dem Haus begrüßte Bradley die Truppenteile, dann erfolgte eine Ordensverleihung. Neben dem Silver Star wurde auch der Legion of Merit verliehen. Serai, wie der Deckname der Reichskanzlei während der Kriegsjahre lautete, wurde nun das Hauptquartier einer amerikanischen Erholungseinrichtung für Soldaten. Da die Reichskanzlei inmitten eines militärischen Sicherheitsbereichs der US-Armee lag, blieb den bayerischen Behörden der Zugang zu diesen Gebäuden zunächst verwehrt. Dadurch blieb die Reichskanzlei vom Schicksal ähnlicher Gebäude aus der NS-Zeit verschont, die gesprengt und abgetragen wurden. Im Juni 1996 wurde die ehemalige Reichskanzlei mit einer Gesamtgrundfläche von rund 10 Hektar an die Bundesrepublik zurückgegeben. Nach der Übergabe stellte man fest, dass große Teile des Inventars fehlten. Nachforschungen der Oberfinanzdirektion München ergaben, dass die US-Streitkräfte das Mobiliar katalogisiert und lediglich zur weiteren Verwendung in andere US-Quartiere verbracht hatten, was nach völkerrechtlichen Bestimmungen legal war. Zu gegebenem Zeitpunkt würde man das Inventar wieder zurückgeben, so wurde zumindest von offizieller Seite mitgeteilt. Für einige Jahre stand das Gebäude leer und schien zu verwahrlosen. Zwar stand das Gelände nebst Gebäuden zum Verkauf, an ernsthaften Interessenten hatte es jedoch gefehlt. Auch von der Gemeinde Bischofswiesen wurden keine verbindlichen Kaufangebote abgegeben. 1999 erwirbt der benachbarte Landwirt eine 1000 Quadratmeter große Wiesenfläche, die zur ehemaligen Reichskanzlei gehörte. Weitere Jahre verstreichen, in denen sich kein entschlossener Käufer findet. Im Oktober 2001 stand in zahlreichen deutschen Zeitungen ein Artikel, der die Gemeinde Bischofswiesen in Aufruhr versetzte. Was war geschehen? Der benachbarte Landwirt hatte zusammen mit 4 weiteren ortsansässigen Käufern das rund 5 Hektar große Areal der Reichskanzlei nebst Gebäuden erworben. Durch schnelles und entschlossenes Handeln ist es den Käufern gelungen, den anderen Interessenten zuvorzukommen. Das Haus von Generalfeldmarschall Keitel soll weiterhin als Privathaus genutzt werden. Es wird originalgetreu renoviert, das Holz am oberen Teil der Außenfassade in mühevoller Arbeit abgeschliffen. Auch das Edda-Häusl wird privat genutzt. Die Renovierung steht noch bevor. Die Reichskanzlei selbst wird zum Teil als Wohngebäude sowie für eine Arztpraxis umgebaut, wobei der neue Besitzer mit größtem Geschick darauf geachtet hat, die alte Substanz und Raumaufteilung beizubehalten.
Ebenso ist er darauf bedacht, den inzwischen denkmalgeschützten Originalzustand zu pflegen und zu erhalten. Der Erwerb der ehemaligen Reichskanzlei durch einen Ortsansässigen wird die Geschichte dieses Gebäudes fortsetzen und es als mahnende Erinnerung der Nachwelt erhalten.